zu einem neuen Video. Ich habe heute auch bereits einen Livestream gemacht. Und zwar ist das neue Update von Fortnite raus. Und zwar ist jetzt ebenfalls auch noch die Season 4 dran. Ja, wir sehen hier einmal, dass das die Depot zur Hälfte weg ist, wie auch angekündigt war. Und dann sieht man auch noch auf der Map, wie man hier sieht, vielleicht bei Tilted Towers auch, dass ein Meteor eingeschlagen ist. Und ja gut, ich dachte eigentlich eher, dass ich hier was alleine gewesen wäre. Und jetzt achtet mal auf die Spielerzahl, das hatte ich ebenfalls im Livestream gesagt. Die wird nämlich jetzt drastisch sinken, da die Map natürlich neu ist und die alle da sich erstmal hingammeln werden. Bei Dusty Depot, weil das ist ja so ein schönes Loch, also gönnen wir uns das, denken die Mitspieler sich. Aber ja, die Anzahl sinkt dann drastisch. Aber das werden wir ja gleich noch sehen. Ich bin jetzt hier hingeflogen, weil ich mitbekommen habe, dass hier unter der Treppe oder wo auch immer, ich weiß nicht, ob es das Haus hier ist, aber hier unter irgendeiner Treppe gibt es ein geheimes Versteck oder wie man das auch immer ausdrücken soll. Und da soll man wohl reingehen können. Alter, mein Aiming. Dead Aiming. Ich habe dem am Ende sogar noch einen Kopfschuss, glaube ich, reingedrückt. Yo. Alter, wie schnell ist der denn tot gewesen? Naja. Ich versuche es auf jeden Fall nochmal. Ja, ich versuche es auf jeden Fall nochmal. Sodalö. Ich habe hier jetzt mal ein bisschen an die Karte reingezoomt und wir waren gerade eben in dem Haus. Ich versuche es jetzt mal bei dem Haus. Nur, das ist alles nah an Dusty Depot. Also Dusty Depot. Deswegen weiß ich das nicht. Und hier können wir mal kurz bei Tilted Towers gucken. Hier ist der Meteor eingeschlagen. Und die Gebäude und Dinge und alles andere sieht auch ein bisschen verändert aus als vorher. Außerdem wurde das Spielvergnügen ein wenig verändert, so dass es meiner Meinung nach angenehmer ist, so zu spielen wie jetzt. Wenn man sich das mal anschaut, die Hälfte aller Spieler vom Gefühl her geht in Richtung von Dusty Depot. Und hier bleiben mir drei Gegner übrig. Jeder gönnt sich ein Haus. Ich werde hier jetzt erstmal chillen, bis die sich da gegenseitig getötet haben. Ich hoffe doch, hier habe ich Glück im Haus, aber es sieht nicht so aus. Okay, hier habe ich schon mal eine M4. Das ist sehr, sehr gut. Ah, da habe ich doch eine Kiste. Hallo, hallo, ich will da durch. Als ob ich das jetzt ernsthaft abreißen muss. Jo. Und durchsuchen. Ja, nice. Schildtrank werde ich dann auch gleich nehmen. Ich weiß wirklich nicht, unter welcher Treppe das war. Nee, hier auch nicht. Okay, Granaten habe ich noch nie so richtig benutzt. Will ich auch nicht benutzen. Werde ich auch nicht benutzen. Oh. Ja, dann trinke ich erstmal meinen Trank. Und dann equippe ich mal die M4. Und da höre ich auch direkt schon Schüsse. Jo, da sehe ich ihn auch. Der hat anscheinend sogar einen Granatenwerfer. Wo ist der Typ denn da drin? Alter, das ist so richtig kritisch, wo ich gerade stehe. Okay, der ist anscheinend da reingegangen. Ach, lol, da oben kämpft es. Schade, ich dachte, da snacke ich mir den Kill, aber das war dann wohl auch nichts mehr. Dafür bin ich einfach zu grottenschlecht. Ja. Wo sind die denn jetzt alle? Ich weiß, dass da auf jeden Fall noch welche leben. Aber wo genau? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist eine interessante Aufnahme. Statt ich pushe, nein, ich
gammel hier erstmal hinter einem kaputten Auto. Ist da oben einer gelandet oder war hier generell schon einer drin? Ich hoffe doch mal nicht. Hört sich so an, als wäre, ja, wo hier wurde schon gelootet. Schade. Schade Marmelade. Weil ein bisschen Munition wird mir nicht schaden. Ich habe zwar zwei Waffen und Bandagen jetzt auch, aber Munition oder generell bessere Waffen würden nicht schaden. Okay, da habe ich ihn gesehen. Perfekt. Den versuche ich mir zu holen. Jo, habe ich. Einmal getroffen. Der baut sich jetzt an der Seite oder irgendwo anders raus. Ja, komm. Komm, pushen, würde ich sagen. Leben habe ich den gezogen. Jo, Alter. Das ist ja ganz kurz vor knapp. Schnell, beeil dich, Mann. Alter, was? 2 HP. Alter, das ist... Oh, das ist kritischer als in der Aufnahme. Jo, nice, danke. Alles mitnehmen, erstmal alles mitnehmen. Jo. So, und jetzt gucken wir uns nochmal die Waffen an. Die blaue Schrotze nehme ich mit. Oh, eine goldene Scar. Das ist geil. Und dann nehme ich dafür die M4 mit. Oh, die Scar, die ist wirklich heftig. Aber ich habe natürlich gar kein Schild. Das ist... Alter, ist das mies. Aber dafür habe ich eine Scar. Heftig. Einfach nur heftig. Also, dass ich den bekommen habe, dafür, dass ich 3 oder 4 Mal daneben geschossen habe. Alter, mit welcher Waffe schießt der denn? Der hat mich ja richtig platt gemacht. Kommt der? Ach, der geht auf den Berg. Okay, dann werde ich mich nämlich hier hinter campen. Und werde mich erstmal mit Bandagen voll heilen. Auf 75. Denn ansonsten überlebe ich das nicht mehr lange. Er müsste doch jetzt da oben theoretisch am Berg sein, oder? Müsste eigentlich, aber ich verpiss mich da erstmal. Okay, da oben wird auch gekämpft. Also dafür, dass mein Aiming schlecht ist, war das gerade eben ein schöner Kill. Da hüpft er doch, da hüpft er. Alter, was geht denn bei dem ab? Ey, was geht denn bei dem ab? Das ist doch unnormal. Mit einer M4. Ja, ist klar. Das ist doch wirklich... nee. Alles klar. Da wollte ich gerade aufnehmen, dass man jetzt auch in der Startinsel Sachen zerstören kann. Aber nein, das Spiel hat da angefangen. So, dann jump ich jetzt direkt raus, weil ich will als erster zu Sally Springs. Damit ich nämlich da auch schön was looten kann. Okay, vielleicht fliege ich was weiter nach vorne. Also hier sehen wir ja auch mal in der Nahaufnahme mal den neuen Ort von Dusty Depot. Hier ist halt auch zu beachten, dass ihr die Items da liegen seht. Das sind super Kräfte einfach, ja. Und damit kann man nicht mehr als höher springen. Mehr geht damit nicht. Also ihr könnt damit höher springen und das war's dann auch. Das ist wirklich ein Glückstreffer, was ich hier oben dann direkt bekommen habe. Eine Küste mit Schildtränken, ja. Eigentlich müsste ich direkt zum Gegner rüber und den wegklatschen, solange der sich noch nicht equipped hat. Aber ich gehe hier lieber erstmal das Haus durchsuchen. Jo, so.
Ja, das ist geil. Noch ein Trank. Ja, heb das Metall auf, das wäre sinnvoll. Jo, da liegen Bandagen. Ja, den lasse ich liegen. Und dann schauen wir noch mal kurz, was da drin ist. Jo, da drin ist noch einer. Geil. Das ist geil. Okay, ich höre ihn auf jeden Fall. Jo. Heftig. Ich hab dich. Haha. Was für ein Arschloch, dieser Typ. Jetzt mal ehrlich. Was für ein Asshole. Gut, dass ich den. Ach nee, das war meiner, der da lag. Oh. Ja, ist trotzdem gut. Aber der hat mir wirklich gut Schild gezogen. Okay, der hatte auch eine Pumpgun, ja. Aber ansonsten, hat er wirklich richtig reingepfeffert. So. Auf jeden Fall sollte ich jetzt hier alleine sein. Das war wahrscheinlich der Typ, der hier mit mir gelandet ist. Der hatte auf jeden Fall ein Happy End. Ja, ist klar. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Ah, da. Ja, alles klar. Okay, ich beende lieber mal das Video, weil das Spiel wird natürlich jetzt noch extremst gesuchtet, weil ein neues Update raus ist. Aber ich beende jetzt erstmal das Video, weil ansonsten schmeiße ich gleich den Controller, der jetzt momentan nicht benutzt wird, durchs Fenster, das offen ist. Also ja, weil ich versuche momentan mit Tastatur und Maus zu spielen, nur da bin ich halt schlechter als mit Controller, deswegen ist auch das Aiming, bla 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 bla. Auf jeden Fall macht's gut, Leute. Ich versuche mal in der nächsten Runde, in der nächsten Folge, im nächsten Video, wie auch immer, das Video ein bisschen interessanter zu gestalten. Aber ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen 2. Mai. Und das Video wird am 1. Mai aufgenommen. Und ja, dann sage ich mal, ciao, haut rein, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.